recherchieren, präsentieren, skizzieren, experimentieren. In fast jedem Studium ist für die meisten Aktivitäten das Sehen ganz wesentlich. Was aber, wenn das Sehen stark eingeschränkt ist oder gänzlich fehlt? Wie kann Studieren dann funktionieren? Mit dieser Frage möchten wir dich zum heutigen Video, welches sich dem Thema Sehbehinderung und Blindheit widmet, willkommen heißen. Eines vorweg, Studierende mit einer Sehbehinderung sind kein Einzelfenomen. Denn bei der Studierendensozialerhebung 2019 haben 0,4% aller Studierenden angegeben, von einer studienerschwerenden Sehbeeinträchtigung betroffen zu sein. Für die TU Graz bedeutet das einen Anteil von ca. 70 Studierenden, für den gesamten Universitätsstandort Graz ca. 230 Studierende. Außerdem muss man bedenken, dass eine studienerschwerende Beeinträchtigung nicht immer unmittelbar erkennbar ist. 2/3 der Studierenden mit Behinderung geben an, dass ihre Beeinträchtigung für andere kaum wahrnehmbar ist. Dies trifft auch auf viele Menschen mit Sehbehinderung zu. Aber auch wenn eine Person einen Blindenlangstock verwendet oder von einem Blindenführhund begleitet wird und somit als blind gekennzeichnet ist, kann es sein, dass sie durchaus auch noch ein geringes Sehvermögen hat. Die Vorstellung vieler Menschen, dass man entweder alles oder gar nichts sieht, also weiß oder schwarz, bedeutet gerade für Menschen mit Sehbeeinträchtigung oft viel Erklärungsbedarf und sie fühlen sich dann oftmals auch nicht ernst genommen. Menschen mit Sehbehinderung und Blindheit stoßen beim Studieren und Lernen auf viele Barrieren. Anhand von Beispielen wollen wir euch zeigen, wie möglichst barrierefreie Studien- und Arbeitsbedingungen geschaffen werden können. Es ist aber wichtig zu wissen, dass Sehbeeinträchtigungen sehr vielfältig sind und diese Beispiele nur einen kleinen Ausschnitt aus der gesamten Bandbreite darstellen können. Wichtig ist auch, dass die Betroffenen selbst Experten und Expertinnen für ihre konkrete Situation sowie für ihre Möglichkeiten und Grenzen sind. Kommen wir nun aber zu den Beispielen, welche die Perspektive von aktuell Studierender, ehemaliger Studierende und Lehrende einnimmt. Hi, ich bin Franzi, Architekturstudentin an der TU Graz. Ich bin mit einem Sehfehler auf die Welt gekommen, dem okulären Albinismus. Kurz gesagt, fehlen meiner Iris und meiner Netzhaut Pigmente, wodurch Lichtstrahlen ungefiltert ins Auge eindringen. Zudem beträgt meine Sehschärfe mit Sehhilfe nur knapp 50%. Eine Operation ist leider auch nicht möglich. Wie du dir vielleicht vorstellen kannst, hat das Auswirkungen auf meinen Uni-Alltag. So sehe ich zum Beispiel in der Ferne sehr unscharf, was mir das Lesen der Folien im Hörsaal erschwert. Speziell im Architekturstudium muss ich sehr nahe an Bildschirme oder an die Modelle und Pläne herantreten, was oft fragende Blicke hinterlässt. Deshalb ist es für mich hilfreich, wenn Professorinnen mir bereits im Vorhinein Präsentationsfolien und dergleichen zur Verfügung stellen. Dann kann ich mir bereits im Vorhinein einen Überblick verschaffen, sowie am iPad alles mitverfolgen. Da ich oft Kontaktlinsen trage und mir Tricks für den Studienalltag angeeignet habe, wissen die wenigsten, dass ich eine Einschränkung habe. Wenn ich also um Hilfe bitte, schaue ich meist in erstaunte und verwirrte Gesichter. In dieser Situation wäre es für mich hilfreich, wenn meine Mitmenschen anstatt zu hinterfragen, mir helfen würden, denn die Zeit für Erklärungen fehlt mir leider oft. Natürlich ist das nicht einfach und ich habe gelernt, offen mit dem Thema umzugehen und auf Leute zuzugehen. Doch um Barrieren zu überwinden und eine inklusive Bildung zu ermöglichen, bedarf es auch seitens meiner Mitmenschen ein Lernen. Es reicht oft schon ein Vorlesen, das Aufmerksammachen bestimmter Sachen in der Ferne oder die genauere Beschreibung des Treffpunkts. Zusätzlich war die Servicestelle Barrierefrei studieren für mich sehr hilfreich. Die Servicestelle kann ich Betroffenen nur weiterempfehlen. Franzi hat ein wichtiges Thema angesprochen. Wie für Sie ist es generell für Menschen mit Sehbeeinträchtigung sehr schwierig, dem Unterricht zu folgen, wenn es keine verbalen Informationen gibt. Das heißt, für Lehrende bitte ganz wichtig, immer wieder bekannt geben, auf welcher Folie Sie sich gerade befinden in Ihrem Vortrag, beziehungsweise zum Beispiel bei Rechenoperationen an der Tafel, jeden Rechenschritt auch wirklich verbal mitzukommentieren, beziehungsweise zu erläutern. Es ist generell okay, wenn man ehrliches Interesse auch an den Bedürfnissen und Möglichkeiten von Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit zeigt, aber die Personen sollten nicht auf ihre Beeinträchtigung reduziert werden. So wie Franzi es auch angesprochen hat, ist es sehr ärgerlich,
wenn jede Unterstützung, die in Anspruch genommen wird, hinterfragt werden muss. Aber auch im Smalltalk wäre es schön, sich nicht nur auf behinderungsspezifische Themen zu beschränken, wie zum Beispiel, wie die Person ihre Kleidung farblich richtig zusammenstellt, sondern eben über alles das zu plaudern, über das ihr mit anderen Studienkolleginnen auch reden würdet. Mein Name ist Bernhard Kagel und ich habe an der TU Softwareentwicklung Wirtschaft studiert und bin jetzt auch an der TU als Entwickler bei Lehr- und Lerntechnologien tätig. Ich habe seit meiner frühen Kindheit eine starke Sehbehinderung mit einer Resthörfähigkeit von 5% und dazugehörig eine Gesichtsfeldeinschränkung. Gesichtsfeldeinschränkungen sind Seheinschränkungen, bei denen Dinge nur wahrgenommen werden, wenn sie innerhalb des Gesichtsfeldes oder des sogenannten Tunnels liegen, und Dinge, die außerhalb davon sind, werden nicht wahrgenommen. Daher wird auch die Gesichtsfeldeinschränkung oft als Tunnelblick bezeichnet. Während meines Studiums habe ich diverse Hilfestellungen von barrierefrei Studieren in Anspruch genommen. Solche Hilfestellungen sind beispielsweise die Mitschreibhilfe oder die persönliche Assistenz. Mitschreibhilfe bedeutet, dass Personen mit in den Hörsaal gehen und das Tafelbild, das natürlich für einen Sehbehinderten nicht lesbar ist oder nur schwer erkennbar ist, verschriftlichen und mitschreiben. Weiters habe ich auch noch das Service in Anspruch genommen, dass barrierefrei Studieren mit den Professoren geredet hat und längere Zeit für Prüfungen vereinbart hat, was von vielen Mitstudenten als Vorteil empfunden wurde. Dies ist aber kein Vorteil, sondern lediglich ein Nachteilsausgleich. In meiner Arbeit als Entwickler bei Lehr- und Lerntechnologien arbeite ich hauptsächlich mit assistiven Technologien oder auch anders genannt sogenannten Screenreadern. Diese Screenreader vergrößern mir den Bildschirm, aber lesen mir den auch gleichzeitig vor. Probleme bei der Arbeit mit Screenreadern entstehen dann, wenn die Dokumente und Unterlagen nicht barrierefrei gestaltet oder adaptiert sind. Denn ein Screenreader kann zum Beispiel Text, der als Bild eingescannt ist, nicht vorlesen und erkennen. Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass Menschen mit Behinderung nicht mehr als Bittsteller wahrgenommen werden, sondern dass die Hilfe und die Bereitschaft zur Hilfe vergrößert wird. Mein Name ist Jana und ich studiere Lehramt für Psychologie, Philosophie mit Spezialisierung inklusive Pädagogik. Von Geburt an bin ich stark sehbehindert und besitze daher eine für blinde Menschen typische Arbeitsausstattung. Dazu gehört eine Braillezeile. Das sind Geräte, die einen Bildschirminhalt in Brailleschrift anzeigen, sowie einen Laptop. Sowohl auf dem Smartphone als auch am Laptop werde ich durch eine Screenreader-Software unterstützt. Da das Lesen natürlicherweise essentiell im Studium ist, habe ich über das Zentrum Integriert Studieren die Möglichkeit, Bücher in digitaler Form zu erhalten, die es auf der Bibliothek zum Ausleihen gibt oder die ich selbst vorbeibringe und sich dann in digitaler Aufbereitung zurückbekomme. Auch bei schriftlichen Prüfungen bin ich auf eine digitale Aufbereitung angewiesen. Bilder kann ein Screenreader leider nicht beschreiben. Außerdem ist immer mein Blindenführhund dabei. Es ist mir wichtig, dass er von Mitmenschen nicht abgelenkt wird, sobald er sein weißes Führgeschirr trägt. Sobald ich aber sein Geschirr abgenommen habe, kann er gerne gestreichelt werden. Bernhard und Diana haben hier ein wichtiges Thema angesprochen, nämlich das der technischen Hilfsmittel. Es gibt verschiedene assistive Technologien, die optische Inhalte zugänglich und benutzbar machen. Im Hardwarebereich, gerade bei Sehbehinderung, sind es oft Großmonitore oder Geräte mit großem Display in Verbindung mit einer Vergrößerungssoftware, die auch die Möglichkeit bietet,
Farben von Hintergrund und Schrift individuell anzupassen und manchmal auch begleitend eine Sprachausgabe zum akustischen Lesen mit dabei hat. Die schon angesprochenen Screenreader sind Programme, die die Inhalte vom Gerät zur Braillezeile übertragen und bei Bedarf eben auch in diesem Fall zu einer akustischen Wiedergabe über eine Sprachausgabe. Gesetzliche Bestimmungen im Hochschulbereich im Hinblick auf Studierende mit Behinderung und Schrägstrich oder chronischen Krankheiten. Leer. Öffentliche Universitäten. Leer. Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten und ihre Studien. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist aber, dass alle Dokumente, Bücher, Anwendungen, Plattformen auch wirklich barrierefrei gestaltet sind. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann nützt die beste Hilfstechnologie nichts. Kommen wir nun zu einer weiteren, sehr häufigen, aber von außen kaum wahrnehmbaren Sehbeeinträchtigung, nämlich zur Farbenfehlsichtigkeit, bei der einzelne Farben schlechter oder gar nicht gesehen werden. Besonders häufig kommt die Rot-Grün-Farbfehlsichtigkeit vor, von der rund 9% aller Männer und 0,8% aller Frauen betroffen sind. Um Probleme für Betroffene zu vermeiden, ist es wichtig, dass diese beiden Farben nicht in direkter Kombination eingesetzt werden und Informationen nie ausschließlich über Farben transportiert werden, zum Beispiel grüner Button für Ja-Auswahl, roter Button für Nein-Auswahl, sondern immer mit einem entsprechenden Text versehen sind. Bei Farbenblindheit werden Farben generell nicht gesehen, sondern nur unterschiedliche Grautöne. Farbenblindheit trifft oft in Kombination mit anderen Sehbeeinträchtigungen auf, stellt aber auch allein schon eine gravierende Sehbeeinträchtigung dar. Für Personen mit Farbenblindheit sind somit starke Kontraste notwendig, um Text, Bilder oder Objekte erkennen zu können. Wechseln wir jetzt sozusagen die Seite des Seminarraums und kommen zu Lehrenden mit Sehbehinderung oder Blindheit. Als Lehrende mit einer Sehbeeinträchtigung passe ich meine Methoden, meinen Möglichkeiten in gewisser Weise an. Das heißt, wenn ihr die Nase voll davon habt, nach jeder Gruppenarbeit eine Präsentation auf Flipchart machen zu müssen, freut euch, hier kommt Abwechslung. Wie wäre es zum Beispiel einmal mit einem kleinen Podcast? Aber selbstverständlich gestalten auch Lehrende mit Sehbeeinträchtigung ihre Materialien, ihre Vorträge visuell ansprechend, weil uns natürlich bewusst ist, dass die optische Wahrnehmung für die meisten der Studierenden die Hauptquelle sozusagen ist und dementsprechend wichtig ist. Um die Präsentationen und Inhalte eben auch optisch ansprechend zu gestalten, nehmen Lehrende mit Sehbeeinträchtigung dann die sogenannte persönliche Assistenz am Arbeitsplatz in Anspruch. Das ist eine Möglichkeit, wo eben berufstätige Personen mit Behinderung generell Assistenz für Tätigkeiten im Beruf zur Verfügung gestellt bekommen, für Tätigkeiten, die sie eben aufgrund ihrer Beeinträchtigung selbst nicht ausführen können. Aber es geht dabei rein um eben den Ausgleich der Behinderung, nicht um inhaltliche Tätigkeiten. Das heißt zum Beispiel bei der Gestaltung von Präsentationen kommt der Inhalt der Folien von mir und die optische Gestaltung übernimmt meine Assistentin. Für Lehrende mit Sehbeeinträchtigung oder Blindheit ist es natürlich ebenso wie für Studierende ganz wichtig, dass alle Anwendungen, Tools, Plattformen barrierefrei gestaltet sind. Und das ist noch nicht immer der Fall. Zum Beispiel, wenn wir uns Moodle anschauen, dann ist es von der Studierendenseite überwiegend sehr gut barrierefrei mittlerweile. Aber von der quasi Trainerseite sind viele Aktivitäten noch nicht barrierefrei zugänglich und hier müsste sich noch einiges tun und vor allem müsste auch mehr im Bewusstsein sein, ganz generell, dass eben ein Studium mit einer Sehbeeinträchtigung ja dann auch in einer wissenschaftlichen und lehrenden Tätigkeit mit Sehbeeinträchtigung münden kann und soll und das eben auch in die Entwicklung von den entsprechenden Werkzeugen mitbedacht werden. Nach diesen interessanten Ausführungen von Studierenden, Lehrenden mit Sehbehinderung oder Blindheit sind wir nun bereits am Ende eines hoffentlich für euch aufschlussreichen Videos angelangt.
Solltet ihr noch Fragen haben oder weitere Infos benötigen, scheut euch nicht, uns zu kontaktieren. Zusätzlich könnt ihr auch auf unserer Homepage weitere Informationen finden. Damit möchten wir uns verabschieden und hoffen, euch einen ersten guten Überblick über die Thematik gegeben zu haben.